Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Nier Replicant Version 1.22.474487139. Ja, das wollte ich jetzt sagen, wenn ich es hier schon stehen habe. Wir haben jetzt das NDA erreicht in der letzten Folge und wir werden jetzt dann scheinbar keineswegs nachgehen. Fortsetzen. Indem wir das laden, Bereich Bibliothek. Müsste dann jetzt eigentlich dann sein. Und ich bin mal gespannt, was wir jetzt dann als keine erleben. Vor allem interessiert mich halt auch, wie sie eigentlich das alles hat. Bleibt das Ende gleich oder verändern wir das? Whenever I interacted with Kaine, I was reminded about something from my past. Maybe my mind has been confusing her with my sister this whole time. Anyway. Keines Träume, Diskriminierung. Das Prasseln des Regens erfüllt das Dorf. Die steilen Klippen in der umliegenden Gegend verstärken das Geräusch, sodass selbst der leichteste Nieselregen wie ein Gewitter klang. Die dünnen Rauchschwaden steigen aus den Hütten auf, während die Dorfbewohner es sich in ihren Häusern bequem machten und auf das Ende des Regens warteten. Ein einzelnes Kind jedoch trotzte den Regenguss und wanderte nun langsam in Richtung der hölzernen Wetterfahne in Form eines Adlers im Stadtzentrum. Das Kind erreichte die Wetterfahne, die bereits seit ewigen Zeiten existierte, und starrte sie an. Das Gesicht des Kindes war sanft und grimmig zugleich, wie eine Teetasse, die ein Schiffsunglück überlebt hat. Diese Gesichtszüge in Verbindung mit dem blassen weißen Haut verliehen dem Gesicht ein nahezu geschlechtsloses Aussehen. Wenn sich der Schnabel nach Osten dreht, gehe ich heim. Wenn er weiter nach Westen zeigt, dann. Das Kind blinzelte, der Regen lief ihm langsam über die kurzen Haare und begann seinen langen Abstieg zum Boden. Komm schon. Komm schon! Das Kind spürte eine leichte Brise und sah zu, wie die Wetterfahne langsam zum Leben erwachte. Nachdem sie sich einen Moment lang in verschiedene Richtungen gedreht hatte, zeigte ihr Schnabel letztendlich entschlossen nach Osten. Nach Osten? Wirklich? Ehe sich die Wetterfahne neu bewegen konnte, kam ein spitzer Stein durch die Luft geflogen und traf das Kind am Kopf. Die Wucht des Aufschlags warf das Kind zu Boden, während ein Hagel von Steinen um es herum niederging. Oh nein, sie haben mich gefunden. Ein herzzerreißendes Lächeln überkam das Gesicht des Kindes, während weiterhin Steine flogen. Durch den Regen konnte man den Klang zahlreicher Schritte lauter werden hören, ehe eine Stimme erklang. Juhu, Kaine! Die Stimme gehörte Dimo, er war der schlimmste Tyrann von Adlerhorst. Als Kaine versuchte aufzustehen, kam ein letzter Stein durch den Matsch geflogen und schlug gegen ihren Fuß. Blut triefte aus einer Wunde über ihren Arm und vernebelte ihre Sicht, aber sie konnte die Umrisse von Dimo und seinem üblichen Bande von Idioten erkennen. Der Junge schien angesichts des Blutes für einen Moment aus der Fassung gebracht worden zu sein, spielte dann aber schnell wieder den Draufgänger. Was ist los, Freak? Magst du den Regen? Magst du es ganz nass zu werden? Oder hast du dich endlich entschieden, von zu Hause wegzulaufen? Obwohl sie wussten, dass es vergeblich sein würde, wandte sich keine ab, um zu gehen. Bevor sie mehr als ein paar Schritte zurücklegen konnte, wurde sie von einem anderen Kindern umstellt, deren Augen von Grausamkeit erfüllt waren. Keine wusste, dass dies nicht die einzigen Augen waren, die auf ihr ruhten. Die Eltern der Quellgeister schauten aus der Sicherheit ihrer Häuser zu. Sie waren an diesen Umstand gewöhnt, da sie das schon viele Male zuvor erlebt hat. Während manche Dorfbewohner die Tat ihrer Kinder einfach ignorierten, ermutigten andere sie ganz offen. In der Gesellschaft, die von Aberglauben und Furcht geprägt war, war keine weit etwas, das man hassen und wenn möglich zerstören sollte. Ich habe nicht gesagt, dass du gehen darfst, Freak. Dimos Worte fassten sich durch sie hindurch wie ein Wurm durch einen Apfel. Phrasen. Er kann mir nicht wehtun, log sie sich selbst vor. Sei stark, sei mutig. Er kann mir nicht wehtun, er kann mir nicht wehtun, er kann mir nicht. Ach, guck mal, der kleine Freak weint. Was ist los? Bist du traurig, dass alle dich hassen und wollen, dass du tot bist? Keine betete, dass der Regen sie aus der Welt fortspülte, in der sie keinen Platz für sie zu geben schien. Aber wenn es Götter gegeben hätte, dann zog sie es offenbar vor, sie zu ignorieren. Als Timo sich näherte, lockerte sich die Wolken auf und der Regen ließ nach. Sogar das Wetter hasst mich. Ich bin nutzlos. Ich wünschte, Timo hätte meinen Kopf abgeschlagen. Keine konnte Timos schielenden Blick nicht ertragen. Sie senkte ihren Blick und starrte auf den schlammigen Boden unter ihr. Der Tyrann trat vor, bis es nur noch ein wenige Zentimeter von ihr entfernt war. Sie konnte den Geruch von altem Fleisch und seinen Atem wahrnehmen. Der Junge ergriff Kaines Gesicht mit einem dicken Finger und zerrte es nach oben. Sie versuchte sich abzuwenden, aber er zwang sie dazu, ihn anzusehen, und drückte seinen Daumen gegen ihr Augenlid, um es aufzuhalten. Zeig's mir! Nein!
Hast du gerade Nein gesagt? Timo grinste diabolisch. Du sagst nicht Nein zu mir. Niemand sagt Nein zu mir. Ohne seine Aufmerksamkeit von Kaine abzuwenden, rief er seiner Bande zu. Kommt schon, Jungs, lasst uns dem Freak-Mädchen geben, was es verdient. Kaum hatte Timo zu Ende gesprochen, begann Tritte und Schläge auf Kaine niederzuprasseln. Timo machte eine Pause, noch immer grinsend, während Kaine sich krümmte und versuchte, den Schmerz Einhalt zu gebieten. Ich verstehe dich nicht, Freak. Warum bist du dich wie ein Mädchen, hä? Jeder weiß doch, was du wirklich bist. Kaine ignorierte die Frage und entschied sich stattdessen, die Wetterfahne anzustarren. Sie zeigte noch immer nach Osten, als wäre sie äußerst zuversichtlich, was die Zukunft anginge, die sie für sie gewählt hatte. Nach Hause gehen? Ja, sehr witzig für jemanden, dessen Eltern tot sind und er kein Zuhause mehr hat. Freak, skandierten die Kinder. Freak, Freak, Freak. Kaine schloss die Augen und lauschte im Regen, während sie darauf warteten, dass die Schmerzen wieder losgingen. Als die Hände der Dorfkinder sie ergriffen, flüchtete sie sich im Geiste in den Klang des Regens und ließ diesen allein zu ihrer Welt werden. Der Regen fiel. Aber der Schmerz kam nicht. Erst als der Gelächter ihr Peiniger im versteckten Schrein umschlug, wagte sie jetzt ein blutvergrößertes Auge zu öffnen. Kaine war schockiert, Timo am Boden zu sehen, während dieser sich den Kopf fiedern vor Schmerzen schrie. Sie konnte sehen, wie das Blut durch seine fetten, perversen Finger quoll. Oh mein Gott, er weint tatsächlich. Ja, als Anführers beraubt, schauten sich die anderen Kinder gegenseitig an, als würden sie darauf warten, dass jemand hervorträte, um die Führung zu übernehmen. Als sich kein Retter hervortat, begann sie in einen beunruhigten Rückzug von Kaine. Aber das junge Mädchen war ihre geringste Sorge. Stattdessen galt ihre Aufmerksamkeit einer alten Frau, die nur ein paar Meter entfernt stand. Nach diesem einen Moment lang nach Luft gerungen hatte, sprach sie schließlich mit zorniger Stimme. Du verdammt wenig, wahr? Nun schlage ich vor, ihr verzieht euch, bevor ich noch einen werfe. Und wenn einer von euch kleinen Bastarde jemals wieder meine Kaine anfasst, dann werde ich ja weit Schlimmeres tun, als einen Stein zu werfen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Die alte Frau hockte sich hin und berührte sanft die Hand, mit der Timo seine Wunde bedeckte. Bevor er nur daran denken konnte zu protestieren, drückte sie ihre Handfläche in die Wunde und drehte sie hin und her. Au, schrie er und sprang auf. Hör auf, was tust du da? Hör auf zu jammern, es ist noch niemand an einem Kratzer gestorben. Du hast mich mit einem Stein getroffen, du dummes Miststück, mit deinem großen. Das Ding hätte mich umbringen können. Die alte Frau zuckte mit den Schultern. Der Tod ist das beste Heilmittel gegen Dummheit. Bei diesen Worten verzog sich Timos Gesicht vor Wut. Ohne eine Augen vor Kain zu nehmen, trat er einen Schritt zurück und spuckte auf den Boden. Verschwinde, verlasst dieses Dorf, niemand will euch hier haben, keiner von euch. Als die alte Frau einen weiteren Stein ergriff, gab Timo und seinen Gefährten Fersengeld. Während sie flohen, legte die alte Frau die Hände auf ihre Hüfte und lachte kurz auf. Ha, sieh sie dir an, wie der fette Junge läuft. Er ist wohl doch nicht so stark verletzt, dass er nicht mehr an einem Kampf fliehen könnte. Das Lächeln der Frau verebbte, als sie ihre Aufmerksamkeit auf Kaine richtete. Sie kniete nieder, zog ihr Halstuch aus, legte es dem jungen Mädchen um die Schultern, dann zog sie ein Stück Stoff aus ihrem Kleid hervor und begann ihr das Blut von der Stirn zu wischen. Ach, Kaine, sagte sie, warum hast du dich nicht gewehrt? Du bist stärker als diese Bande. Die Worte ihrer Großmutter schmerzten Kaine und sie wandte sich ab. Sei nicht so nett zu mir, sagte sie, ich verdiene es nicht. Nichts, nichts ist mehr von Bedeutung. Ihre Tränen, die sie so lange zurückgehalten hatte, begannen schließlich auf den matschigen Boden zu fallen. Alle hassen mich. Sie denken, ich verursache schlimme Dinge. Sie denken, ich sei ein Freak. Ich wünschte, ich wäre tot. Als keines Tränen zu schluchzen wurden, spürte sie die Hände ihrer Großmutter auf ihren Schultern. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters und ihrer winzigen Größe besaß die Frau eine erstaunliche Kraft und Kaine war nicht in der Lage, sich zu wehren. Sprich nicht so, Kaine. Es ist ein breiter und tiefer Fluss, der zwischen der Welt und der nächsten fließt und er gewährt niemanden, der ihn zu überqueren sucht, Gnade. Du hast die Pflicht, bis zum letzten Atemzug zu kämpfen. Hast du verstanden? Die alte Frau griff fest dazu, versuchte das Zittern aus ihrer Stimme zu verbannen. Du kennst den Schmerz, jemanden zu verlieren, der dir nahe steht, Kaine. Du kennst ihn, weil du ihn überlebt hast. Bei diesen Worten wurde Kaine von ihrer Liebe zu dieser alten Frau erfasst. Als kleines Kind wusste sie nicht einmal von der Existenz ihrer Großmutter, aber als ihre Eltern starben, betrachtete die Frau sie schnell als ihre eigene Familie. Großmutter, wie Kaine sie nannte, war durchtrieben, vulgär und griff schnell zur Gewalt. Ihr erster gemeinsamer Jahre war nicht einfach gewesen. Aber mit jedem Jahr, das verging, kam sich Kaine und ihre Großmutter näher. Aber erst jetzt, im Schlamm sitzen sie mit Blut und Tränen im Gesicht, begriff Kaine das wahre Ausmaß ihrer Zuneigung. Hier war eine Frau, die harte Zeit erlebt hatte, die dem Tod ins Auge geblickt hatte, die sich durch all diese Dinge gekämpft und es irgendwie auf die andere Seite geschafft hatte. Wenn irgendjemand Kaines Schmerz und Einsamkeit verstehen könnte, dann war es sie. Mach ich dich krank, Großmutter? Natürlich nicht, red keinen Unsinn. Kaine legte sich das mottenzerfressene Halstuch ihrer Großmutter um den Körper und zitterte. Mein Körper, er ist nicht normal. Wäre ich normal, wäre Mama und Papa nicht. Still, unterbrach die Großmutter. Schluss mit dem Unsinn. Du bist meine Enkel und ich liebe dich. Und wer damit ein Problem hat, der soll zur Hölle fahren. Die alte Dame steckte ein kleines weißes Objekt in Kaines Haar.
Die Fertigkeit, mit der die Blume gebogen worden war, ohne Stängel durchzubrechen oder Blüten zu verlieren, war erstaunlich. Bei diesem Anblick wollte keine gleich wieder in Tränen ausbrechen. Meine Güte, das sind Mondtränen. Großmutter, hast du die für mich gemacht? Mondtränen waren eine legendäre, überaus seltene Blumen. Und doch hatte ihre Großmutter ein Dutzend oder mehr davon gesammelt. Keine berührte den Kranz, als könnte sie nicht glauben, dass er echt sei. Wo hast du sie gefunden? Ach, beim Einkaufen. Sie wandte sich beim Reden ab, was keine vermuten ließ, dass die Suche schwieriger war, als sie zugab. Die Mühe, die sie aufgenommen hatte, um die Schmuckstück herzustellen, ganz zu schweigen vom Aufspüren der darin verwendeten Blumen, ließ keines Herz schmerzen. Sie griff nach oben und drückte den Kranz zurecht, während sie fasziniert davon war, wie dieser zwischen ihren Fingern waren fühlte. Das ist nicht ganz richtig geworden, sagte ihre Großmutter, als sie drauf schielte. Diese alten Hände tun sich schwer mit filigraner Arbeit, aber ein hübsches Mädchen wie dir sieht alles toll aus. Keine errötete und wandte sich ab. Du findest, ich bin hübsch? Natürlich bist du das. Wie kannst du nur so etwas Dummes fragen? Dankeschön, Großmutter. Ihre Großmutter lächelte. Wir kommen schon zurecht, du und ich, sagte sie. Solange wir uns beide haben, ist alles gut. Keine ergriff die Hand ihrer Großmutter und die beiden kämpften sich wieder auf die Füße. Während sie den langen Heimweg antraten, hielt Keine ihre Hand mit aller Kraft fest, als wollte sie Rauch davon abhalten, vom Winde verweht zu werden. Der Regen hatte aufgehört. Keine stand neben der Wetterfahne, die sich nur gemächlich im Wind drehte, ohne sich über die Richtung zu kümmern, oder indem sie beim Anblick Augen anhalten blickte. Ich muss nicht mehr flüchten. Ich habe jetzt ein Zuhause. Großmutter liebt mich und das reicht. Selbst wenn wir uns gegen den Rest der Welt wehren müssen. Keine ließ ihren Blick an die Wetterfahne vorbei in den bewölkten Himmel schweifen. Die letzte Nachleuchten eines Regensbogens verschwand allmählich. Als sie sich umdrehte, um nach Hause zu gehen, zerfiel das Licht in Millionen Teilchen und verschwand wie vom Winde verweht. Keines Träume, Alltag. Oh, Alter, machst du mich fertig? Ich finde die Texte ganz cool, ne, aber nicht so viel. Okay, musst du kurz was trinken, hab's schnell pausiert. In der Ferne vernahm Keine den stetigen Klang einer Axt, die auf Holz trifft. Das Geräusch hatte etwas Zielstrebiges an sich, als wäre ein Holzfällermeister bei der Arbeit. Das erzeugte Feuerholz. Ups. Oh Mann. Blöder Mauszeiger. Als Kunst durchgehen zu können. War jedoch weit davon entfernt, als Kunst durchgehen zu können. Scheide sämtlicher Formen und Größen waren wild auf einem kahlen Hof verstreut. Jeder, der versuchen würde, dies aufzustapeln, würde wohl vor lauter Frustration sterben. Verdammte Scheißaxt! Keines Großmutter traf Schweider mit der Axt auf das Holz ein und füllte die Luft dabei mit Holzsplittern und Kraftausdrücken, die selbst dem hartgesottensten Seemann die Schamesröte ins Gesicht treiben würde. Großmutter, rief Keine. Bist du das, Keine? Rief die alte Frau und nahm ihren Blick für einen Moment von dem Holz. Komm nicht zu nahe, sonst hack ich dir noch aus Versehen deinen verdammten Fuß ab. Sie ließ die Axt erneut auf ein Stück Holz niedergehen und Teile davon flogen in alle Richtungen. Eins verfehlte Keine so knapp, dass sie es pfeifen wollen konnte und sie entschied sich, einen Schritt zurückzugehen. Kaum hatte sie sich in sichere Entfernung zurückgezogen, legte sie die Hände auf den Mund und rief: Großmutter! Brauchst du Hilfe? Ich kann dir Wasser oder Mittagessen oder eine neue Axt oder so holen. Die Axt hielt auf dem Weg zu einer weiten, wackeligen Schlag in der Luft inne. Die alte Frau dachte einen Moment lang über das Angebot ihrer Enkelin nach und lächelte dann. Ich sag dir was, dass ich an solch beschissene Holzhackerin abgebe, warum kommst du nicht hierher und übernimmst das, während ich Wasser hole? Die Schatten waren in letzter Zeit unruhig und ich möchte nicht, dass du auf einen dieser Bastarde triffst. Ihre Großmutter ließ die Axt fallen und hob einen langen Stange mit Holzeimer an beiden Enden auf. Wasser zu holen war mit Abstand die schwierigste Aufgabe, aber keiner hatte gelernt, sich nicht zu beschweren. Wenn Großmutter sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte, gab es keinen Weg mehr, sie davon abzubringen. Keine gab ihr Bestes, um bei der Hausarbeit zu helfen, aber die Großmutter übernahm sämtliche Aufgaben, für die man ins Dorf gehen musste. Obwohl sie eine lange Liste mit plausiblen Ausreden parat hatte, war sich keine des wahren Grunds bewusst. Sie wollte nicht, dass ihre Enkelin von den Dorfbewohnern verspottet oder belästigt wird. Als Keine zu ihr zog, entschied Großmutter, sich ein Stück weit entfernt vom Adlerhorst niederzulassen. Aus den Augen, aus dem Sinn, schien ihr das beste Mittel zu sein, wenn es um die Dorfbewohner und ihre Enkelin ging. Nur selten verirrte sich Menschen auf das steinige Land, das sie ihr Zuhause nannten. Keine genoss die Abgeschiedenheit, aber verheimlichte ihr schlechtes Gewissen angesichts des Umstandes, dass ihre Großmutter ihre besten Jahre an solch einem Ort verbringen musste. Nachdem ihre Großmutter fort war, wandte sich Keine ihre bevorstehende Aufgabe zu. Sie hatte noch nie im Leben Holz gehackt und entdeckte schon bald, warum die alte Frau diese Arbeit so hasste. Schlag auf Schlag produzierte die Axt nur einen winzigen Spalt im Holz und als sie endlich mal einen guten Treffer landete, blieb das Werkzeug im Holz stecken und ließ sich nicht mehr bewegen. Frustriert schwang Keine die Axt über ihren Kopf und warf sie mitsamt und allem quer über den ganzen Hof. Verdammt, verdammt, ach, scheiße! Sie begriff plötzlich die Freude, die ihre Großmutter beim Fluchen empfand. Sie nahm nun glücklich die Axt wieder auf und zog aus dem Holz und hackte weiter. Sie hatte ein natürliches Talent für den Umgang mit einem Schwert, aber diese Aufgabe war eine Herausforderung und schon bald hatte sie Blasen an ihren kleinen rosa Händen. Das ist hart. Und meine Scheite haben alle seltsame Größen. Keine spuckte in die Hände, ignorierte den Schmerz und verdoppelte ihre Bemühungen. Als sie gerade einen guten Rhythmus entwickelt hatte, kam ihre Großmutter aus dem Dorf zurück.
Sie setzte die Eimer mit einem kleinen Seufzer auf den Boden, schaute sich die Holzscheite an und gab ein keuchendes Lachen von sich. Du hübsches, unbeholfenes Mädchen, du übst besser ein wenig, wenn du... Die Großmutter sank plötzlich auf die Knie und brach einen der Eimer gefährlich ins Schwanken. Mit weit aufgerechneten Augen ließ keine die Axt fallen und eilte ihre Großmutter zur Seite. Großmutter. Die alte Frau schüttelte den Kopf und zeigte mit zitternden Fingern auf den Eimer. Nimm den Eimer, es darf nicht verschüttet werden. Kain stabilisierte den Eimer mit einem Fuß und kniete neben ihrer Großmutter nieder. Ein kleines bisschen Wasser schwappte über den Rand an den Saum ihres Kleides, aber keine bemerkte es nicht. Großmutter, Großmutter, was ist los? Panisch packte sie ihre Großmutter bei den Schultern und schüttelte sie. Nach einem Moment hob die Frau ihre Arme und stieß keine von sich weg. Hör auf damit, rief sie schwer atmend. Es ist ja nicht so, als ob ich sterbe. Ich bin nur erschöpft von der Reise, das ist alles. Keine wollte ihr nur allzu gern glauben, aber der Anblick der zitternden Hände und des erschöpften Gesichts der alten Frau erzählten eine andere Geschichte. Ihre Großmutter hatte ein langes, hartes Leben hinter sich und es schien, als würde sie bald die Rechnung dafür tragen müssen. Die Zeit, in der ihre Großmutter über Keine wachte, ging ihr am Ende entgegen. Schon eher, als sie beide befürchtet hatten, kehrte sich ihre Rolle um. Am nächsten Morgen kam Keine an das Bett ihrer Großmutter und hielt ihre faltige Hand. Großmutter, du bist krank und du brauchst Medizin. Ich gehe ins Dorf. Die alte Frau schüttelte den Kopf und versuchte, sich aufzurichten, aber keine hinderte sie sanft daran. Das ist schon in Ordnung, sagte sie. Mir passiert schon nichts. Ihre Großmutter starrte sie mit einem Blick an, der Stahl hätte schmelzen können. Nach einem Moment, der wie eine Ewigkeit schien, senkte sie schließlich ihren Blick und seufzte. Zuerst gefällt mir nicht, verdammt. Aber ich nehme an, ich sollte aufhören, so starkköpfig zu sein und dich erwachsen werden lassen. Die alte Frau sah keine zu, wie diese ihre Stiefel anzog und sich auf den Weg die Straße hinunter ins Dorf machte. Stunden später, als eine verdeckte Sonne sich hinter einem dunklen und regnerischen Himmel ihren Weg bahnte, schaute sie noch immer. Keine legte ein flottes Tempo an den Tag und prüfte alle paar Minuten ihre Tasche, um zu sehen, ob das Geld, das ihre Großmutter ihr gegeben hatte, noch immer dort war. Sie drehte sich nach jedem Geräusch um und stellte sicher, dass sie nicht von einem Schatten oder schlimmer noch vom Dämon und seiner Bande verfolgt wurde. Nachdem sie weder Quellgeister noch Schatten über den Weg lief, betrat keine schließlich das Dorf. Die wenigen Erwachsenen, die sie im Dorf sah, warfen ihre verstohlenen Blicke zu und tuschelten dann hinter vorgehaltener Hand, ehe sie sich davon schlichen. Mit rasendem Herzen atmete Keine ein paar Mal schnell und flach durch, um sich zu beruhigen. Ich muss mich beweisen, ich muss meiner Großmutter helfen. Ich muss stark sein. Sie sagte diese Worte immer wieder zu sich selbst, während sie sich langsam auf den Weg machte. Ihre Augen blieben schließlich bei einer dicken, älteren Frau hängen, die wütend mit den Armen in der Luft fuchtelte und allen Genossen erzählte, was sie von Keines Anwesenheit hielt. Hey, gute Dame, sagte Keine mit gezielter Tapferkeit, wo ist die Apotheke? Die schlaffen Wangen der Frau erzitterten in erstaunter Wut. Wie kann dieses Ding es nur wagen, mich anzusprechen, schien sie zu sagen. Aber keine sah ihr in die Augen. Eine andere Emotion. Furcht. Ja, wir haben beide Angst, meine Dame. Das könnt ihr sicher sein. Wo entlang, wiederholte keine. Die Frau deutete auf ein kleines Gebäude zu ihrer Rechten, bevor sie ihr Kleid am Hut und in entgegengesetzte Richtung davon stolperte. Keine zuckte zusammen und erwartete, dass ein Stein aus der versammelten Menge fliegen würde, aber es kam keiner. Ihr Geist war von einer seltsamen Stolz erfüllt, während sie zur Apotheke aufbrach. Doch dieses neue Gefühl hatte nicht viel Zeit, um Fuß zu fassen. Als sie die Tür öffnete, bemerkte sie ein bekanntes Gesicht an der Theke. Es war Dimo. Er erledigte offenbar etwas für seine Familie, da seine Bande nirgends in der Nähe zu sehen war. Oh mein Gott, stotterte er. Ich meine, was treibst du hier, Freak? Die Beleidigungen hatten keinen Nachdruck und keine ignorierte sie einfach. Sie stellte sich auf Zehenspitzen, um über den Tresen schauen zu können und bat den Ladenbesitzer um die Medizin. Ha, bellte Dimo. Ist die alte Schlampe endlich aus den Latschen gekippt? Fahr zur Hölle, Dimo. Die Augen des Jungen weiteten sich so sehr, dass sie beinahe aus dem Kopf zu fallen schienen. Bevor er jedoch etwas erwidern konnte oder noch schlimmer zuschlagen konnte, ging der Apotheker dazwischen und befahl ihn, damit aufzuhören, oder er würde sie beide rauswerfen. Dimo verließ den Laden, während er keine leise verfluchte. Als er fort war, konnte sie endlich wieder durchatmen und nahm einen kleinen Rundgang durch den Laden, während der Besitzer ihre Medizin zubereitete. Zahllose winzige Fläschchen füllten den Laden, jedes von ihnen mit einem Etikett in einer nicht zu entziffernden Sprache versehen. Ein Meer von Aromen drang in ihre Nase und erzeugte einen Geruch, der exotisch, aber nicht gänzlich unangenehm war. Solch eine Vielzahl an Vorräten zu sehen, vermittelte keine ein Gefühl des Friedens. Sicherlich müsste es in einer so riesigen Welt auch für sie einen Ort geben, den sie zu Hause nennen könnte. An der Wand hinter den Tresen hing ein Porträt eines atemberaubend schönen jungen Mädchens. Das Bild hatte einst als leuchtenden, lebendigen Farben bestanden, aber der Zahn der Zeit hatte es an ihm genagt. Die Schönheit des Werks tat jedoch sicher keinen Abbruch. Gefällt dir das Bild? Keine drehte sich um und sah den Apotheker mit dem kleinen Glasfläschchen mit Medizin in seiner Hand. Seine Augen waren sanft, aber traurig und sie schienen durch sie hindurch ins Nichts zu starren, als sie miteinander sprachen. Das ist meine Tochter, ich habe es gemalt, als sie ein kleines Mädchen war. Sie ist schon seit langem tot. Keine wusste nicht, was sie darauf erwidern sollte. Sie starrte einfach das Porträt an und versuchte, die passenden Worte zu finden. Bilder sind wundervolle Dinge, fuhr der Ladenbesitzer fort. Sie lassen deine Lieben für immer weiterleben. Er schüttelte leicht den Kopf, schaute zu Keine hinunter und lächelte. Während er ihr die Medizin übergab, griff er in seinem großen grünen Schürze und zog eine Handvoll alter Wachsmalstifte hervor. Du kannst sie haben, es gibt niemand mehr, den ich malen möchte. Keine machte instinktiv einen Schritt zurück, woraufhin sich das Gesicht des Apothekers verzog.
Ja, ich habe die Gerüchte über dich gehört, sagte er. Es ist ein kleines Dorf und Worte verbreiten sich schnell. Aber unter uns, ich bin mir nicht sicher, welchen ich Glauben schenken soll. Und ich denke auch nicht, dass sie viel bedeuten. Ich kenne da die Großmutter Kali und ich bin der Meinung, dass die Art, wie sie aus dieser Stadt vertrieben wurde, einfach kläglich ist. Großmutters Name ist Kali, dachte keine plötzlich. Sie grübelte noch immer über das neue Erkenntnis nach, während sie die Hand ausstreckte und die Buntstifte aus den Händen des Apothekers entgegennahm. Deine Großmutter ist eine alte Freundin von mir, sagte er, als Kali einen weiteren Schritt zurückmachte. Und ich verdanke ihr viel. Ich wette, es würde ihr gefallen, wenn du ein Bild von ihr malen würdest. Ja, ich denke, das würde ihr sehr gut gefallen. Keine Murmel, eine leise Zustimmung, aber in ihrem Inneren raste ihr Herz. Nie zuvor war ihren Dorfbewohnern etwas anderem als völliger Verachtung begegnen. Es war ein winziger, unbemerklicher Schritt, aber es war dennoch ein Schritt. Und mit genug winzigen Schritten würde sie eines Tages vielleicht den Rest der Welt entdecken können. Als Kali nach Hause zurückkehrte, fand sie ihre Großmutter schlafend im Bett vor. Ihre Füße waren schwarz und rau, an manchen Stellen blutete sie sogar, was Kali dazu veranlasste zu denken, dass sie im Zimmer hin und her gelaufen war, bis die Erschöpfung sie letztendlich übermannt hatte. Sie legte die Medizin neben das Kopfkissen ihrer Großmutter und wandte sich zum Gehen, aber die Hand der alten Frau hielt sie am Arm fest. Schon wieder zurück? Fragte die Großmutter mit einem Gähnen. Komm her, lass dich mal anschauen. Großmutter setzte sich auf und untersuchte Kali von Kopf bis zu den Zehen. Nachdem sie schließlich beruhigt war, dass ihre Enkelin nicht zugestoßen war, lehnte sie sich zurück und erlaubte sich selbst etwas Entspannung. Nun, wie war es? Haben diese Bastarde dir Ärger bereitet? Es hat irgendwie Spaß gemacht, sagte Kali mit einem leichten Lächeln. Nein, wirklich, das hat es. Spaß, fragte die Großmutter mit einer Stimme, die andeutete, dass sie dem nicht den geringsten Glauben schenkte. Ja, also wann immer du so etwas zu erledigen hast, lass es mich einfach wissen. Während sie sprach, zog Kali die Buntstifte aus ihrer Tasche. Nach einer kurzen Erklärung zu deren Herkunft erzählte sie ihrer Großmutter, dass sie ein Porträt von ihr malen würde. Ein Porträt von mir? Lächerlich, niemand möchte ein runzliges alte Weib anstarren. Aber Großmutter, es wird dich ewig leben lassen. Pferdemist, sagte ihre Großmutter und warf ihre Bettdecke zurück. Ewig zu leben würde mir gehörig auf die Nerven gehen und pack schon diese Buntstifte weg und hilf mir mit dem Abendessen. Aber Kali ließ nicht locker. Schließlich saß ihre Großmutter gegen eine Wand ihres Hauses gelehnt, als würde sie für eine große Künstlerin posieren. Kali nahm die Buntstifte, schaute sich ihr Motiv genau an und machte sich ans Werk. Gerade als ihre Großmutter kurz davor war einzunicken, beendete Kali ihre Arbeit. Nachdem sie es eine Weile anstarrte, ließ sie das Bild fallen und langsam auf den Boden gleiten. Es ist furchtbar, es sieht ihr überhaupt nicht ähnlich. Es tut mir leid, Großmutter, ich dachte, diese Buntstifte würden, du weißt schon, das Malen leichter machen oder so. Die Augen der alten Frau verengten sich angesichts der Enttäuschung ihrer Enkelin. Lass mich das beurteilen, sagte sie, ignorierte ihre Rückenschmerzen und strengte sich nach dem Papier. Er streckte sich. Die Zeichnung hätte das Gesicht eines Menschen sein können. Es hätte aber auch ein Felsbrocken, ein Lehmhaufen oder ein etwas missratener Brotleib sein können, vollständig in einer chaotischen Farbwahl wiedergegeben. Die alte Frau blickte das Bild lange an und lachte dann keuchend. Ach, keine, brachte sie während des Lachens hervor. Du stammst wirklich von mir ab. Du bist genauso ungeschickt wie ich. Aber ich liebe es. Aber... Still, ich werde mir nicht weiter anhören, wie hässlich es deiner Meinung nach ist. Es kam von Herzen und ich werde es immer in Ehren halten. Getreu ihrer Worte gab die alte Frau dem Bild einen Ehrenplatz über den Küchentisch. In den folgenden Tagen ertappte keine ihre Großmutter oft dabei, wie sie das Porträt mit einem merkwürdigen Lächeln im Gesicht anstarrte. Eine Handlung, die sie als leises, spöttisches Lachen interpretierte. Eine Woche später konnte keine es nicht mehr tragen und bat ihre Großmutter, das Kunstwerk abzunehmen. Blödsinn, sagte die alte Frau, ich werde es nicht abnehmen, ehe man mich nicht in ein Leichentuch wickelt. Sie dachte ein wenig darüber nach, wandte sich dann an keine zu und kniete mit einem Bein nieder. Hör mir zu, Mädchen, dieses Bild zu sehen macht mich glücklich in einer Weise, die ich nie zuvor erfahren habe. Und es gibt mir den Willen durchzuhalten, damit du eines Tages das gleiche Glück spüren kannst. Es war ein Moment, der sich für immer in keines Erinnerung manifestierte. Eine perfekte Mischung aus Stolz, Liebe, Freude, die ein lebenslanges Andenken erzeugte. Sie schwor sich, diesen Moment niemals zu vergessen. Niemals die alte Frau zu vergessen, die ihr einen Platz in dieser Welt ermöglichte. Zeit vergeht, Menschenerinnerungen kommen und gehen, wie Geister, die durch einen Halle streifen. Aber dieser Moment wird anders sein, schwor keine sich, weil ich mich für immer an ihn erinnern werde. Für immer. Oh, ihr macht mich fertig, wir lesen jetzt seit 23 Minuten. Kali lauschte dem Klang eines knisternden Feuerholzes und starrte den schwarzen Objekt auf ihrem Teller an. Sie hatte es schon gut 10 Minuten lang über den Holzteller geschoben und ignorierte die belustigten Blicke ihrer Großmutter. Schließlich nahm sie ihren Mut zusammen und roch kurz daran. Ein scharfer, bitterer Geruch stieg ihr in die Nase und setzte sich daran fest, woraufhin sie angewidert ihr Gesicht verzog. Großmutter, ich kann nicht fassen, dass du wirst, dass ich einen Käfer esse. Die alte Frau legte etwas Feuerholz auf den Kopf nach und schnaubte. Das ist kein Käfer, du dummes Mädchen, es ist eine Beere. Warum zur Hölle soll ich dich mit dem Käfer füttern? Tja, nun, es sieht auf jeden Fall aus wie ein Käfer, sagte Kali, und ich glaube, es ist verbrannt oder so, da es fürchterlich stinkt. Daraufhin setzte sich Kali die Nase zu und warf sich die Beere in den Mund, wobei sie so wenig wie möglich kaute. Oh ja, das schmeckt grauenhaft. Du kleine Göre, lachte die alte Frau. Wie frech du doch geworden bist, du hast ganz eindeutig zu viel Zeit mit mir verbracht. 5 Jahre waren vergangen, seit Kalis Großmutter sie von ihren Peinigern gerettet hatte.
Wie so oft bei zwei sturen Menschen war ihr Verhältnis zuweilen etwas stürmisch, aber entwickelte sich dennoch in eine gute Richtung. Mahlzeiten, die einst düstere Angelegenheiten waren, waren nun gleichermaßen mit Lachen und wüsten Beschimpfungen erfüllt. Keine konnte sich an keine glücklichen Tage erinnern, glücklicheren Tage erinnern. Im Laufe der Jahre übernahm keine mehr und mehr der täglichen Verantwortung. Die Beine ihrer Großmutter wurden mit jedem Tag schwächer und viele einst selbstverständliche Hausarbeiten konnte sie nicht länger übernehmen. Und so schnürte sich keine an diesem Morgen die Arbeitsstiefel zu und nichts als einen verbrannten Bären zum Frühstück in ihren Magen. Wo gehst du hin heute hin? Fragte die Großmutter plötzlich. Keine schaute überrascht auf, als die alte Frau fragte kaum noch nach solchen Einzelheiten. Nun, ich wollte mal zu den Kelmerbäumen gehen und nachsehen, ob sie schon Früchte tragen. Ich dachte, wir könnten Marmelade oder so machen. Ach, und ich werde ein paar Steinplatten sammeln, daher muss ich die Schubkarre mitnehmen. Steinplatten? Was zur Hölle hast du damit vor? Keine starrte die Großmutter an, steckte dann den Arm aus und fegte damit durch ihr Haus. Da es überwiegend aus Stoff und Seilen bestand, sackte es wie ein Boxer in der letzten Runde in sich zusammen. Großmutter, an sterbende Katzen können sich durch dieses Haus fressen. Ich werde eine Steinmauer bauen, damit wir ein wenig Schutz haben. Die alte Frau lachte und präsentierte der Welt dabei ihr zahnloses Grinsen. Verdammt Mädchen, wenn ein Haufen Diebe diesen alten Ort plündern wollte, dann lass sie kommen. Wir haben ohne nichts Wertvolles hier. Ich habe keine Angst vor Dieben, ich mache mir Sorgen wegen der Schatten. Die Leute haben gestern ein westliches Dorf gesehen. Die alte Frau legte ihren Kopf schräg und blickte ihre Enkelin an. Nur raus mit der Sprache, ich verstehe nicht, warum du das heute tun musst. Wir können das auch an einem anderen Tag. Großmutter, nein. Wenn ich nicht zu den Kelmerbäumen gehe, werden wir heute Abend nichts zu essen haben, das weißt du. Ein verwirrter Ausdruck huschte über das Gesicht der alten Frau und für einen Augenblick schien sie wie ein kleines Kind, das sich auf einem Jahrmarkt verlaufen hat. Ja, sagte sie nach einer Weile. Ja, natürlich, du hast recht. Tut mir leid, keine. In letzter Zeit scheint mein Verstand. Sie brachte den Gedanken nicht zu Ende. Stattdessen ging sie zu ihrem Nachttisch und zog vorsichtig den Kranz aus dem Mondrennen aus der Schublade. Die Blüten der Blumen waren zu einem strahlenden Weiß gereift und in keines Augen waren sie schöner als an jedem Tag, an dem sie sie erhalten hatte. Du wirst bald schon eine richtige Frau sein, sagte Großmutter, während sie dem Mädchen die Blume ins Haar steckte. Das bedeutet weniger Gerede über Schatten und Mauern und mehr darüber, wie wunderschön du geworden bist. Genervt schickte es sich keine an, den Kranz abzunehmen, aber der Gesichtsausdruck ihrer Großmutter hielt ihre Hand davon ab. Du bist ein wunderschönes Ding, sagte die alte Frau, und es gibt dich nur einmal auf dieser Welt. Ich bin sehr stolz auf dich. Also gut, Großmutter, das reicht an verdammten Komplimenten für einen Tag. Welch ein Mundwerk, woher kommt das bloß? Ja, das frage ich mich auch. Ich werde dir die Frechheiten austreiben, schrie die Großmutter. Plötzlich taumelte sie nach vorne, griff Kane bei den Ohren und zog sie mit einem ihren Grinsen durch den Raum. Großmutter, rief Kane mit zitternder Stimme. Großmutter, hör auf, was zur Hölle soll das? Die alte Frau blickte sie an und blinzelte. Dann streckte sie langsam ihre strumpeligen Hände aus, als würde sie sie zum ersten Mal sehen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Tut mir leid, Kane. Kind, manchmal mich ist mein Verstand einfach. Kane dachte, dass der Gesichtsausdruck ihrer Großmutter das herzzerreißendste war, das sie jemals gesehen hatte. Hör zu, fing sie an. Vielleicht sollte ich doch zu Hause bleiben. Nein, ich will nicht, dass du hier bleibst, um ein Auge auf ein altes Weib wie mich zu werfen. Geh du deine Früchte oder deine Mauer oder was auch sonst noch holen. Ich komme schon zurecht. Und wenn du zurückkommst, warte ich mit einem leckeren Abendessen aus Grashüpfen auf dich. Kane rollte mit den Augen, küsste ihre Großmutter auf die Stirn und machte sich fertig zum Gehen, wobei sie verzweifelt versuchte, die Sorgen, die an ihrem Herzen nagte, zu ignorieren. Kane konnte spüren, dass die Augen der alten Frau sie beobachten, als sie den Weg hinunterging. Nicht umdrehen, sagte sie zu sich selbst. Aber schließlich war die Versuchung zu groß. Sie drehte sich für einen letzten Augenblick auf ihrem Absatz um und sah eine kleine gebückte Frau mit einem traurigen Gesichtsausdruck vor einer Bruchbude stehen. Gute Götter, sie sieht inzwischen so alt aus, als ob der Wind sie einfach erfassen und davontragen könnte. Kane machte sich den ganzen Tag über Sorgen um ihre Großmutter, worunter ihre Arbeit litt. Die wenigen Früchte, die sie auflas, warf sie achtlos in die Schubkarre und sie fand lediglich ein paar Steine, bevor sie das Interesse an diesem Projekt verlor. Als es anfing zu dämmern, beschloss sie, es gut sein zu lassen. Kane verfluchte sich selbst für ihren Mangel an Konzentration und schob die fast leere Schubkarre den Weg zurück. Als sie den Gipfel der letzten Hügels erreichte, erstarrte sie plötzlich. Die Schubkarre entglitt ihren Fingern und fiel auf die Seite, sodass die wenigen strumpeligen braunen Früchte den Hügel hinabrollten. Ihr Blick war auf eine dicke schwarze Wolke fixiert, die am nahen Horizont schwebte. Als sie ihren Weg mit einem Finger verfolgte, spürte Kane plötzlich, wie sich ihr Magen zusammenzog. Nein, gute Götter, nein! Das Haus ihrer Großmutter brannte lichterloh. Das Feuer türmte sich auf, als ob es versuchte, den Himmel zu erreichen. Großmutter, Großmutter! Keine rannte los, schneller als sie sich je zuvor in ihrem Leben bewegt hatte. Einmal stolperte sie über einen Stein und fiel auf den felsigen Boden, aber sie sprang wieder auf und rannte weiter, das Blut, das aus ihren verletzten Knie und Händen lief, ignorierend. Je näher sie kam, desto mehr überschlug sich Keines Gedanken. Es ist zu dunkel, es ist zu dunkel, es ist nicht nur Feuer. Es kann kein Feuer sein, zu viel Rauch. Ich muss sie retten. Sie platzte den Vorhof und machte abrupt Halt. Ihre schlimmsten Vermutungen bestätigten sich. Das Rauch des Feuers vermischte sich mit einem dicken Schwärze eines enormen Schattens. Die gewaltige Kreatur stand auf drei verdrehten Füßen und hielt das Gleichgewicht mit ihrem großen gepanzerten Schwanz. Schuppen, Hörner und Klauen sprangen ihrem Körper in einem willkürlichen chaotischen Muster und gaben ihr das Aussehen einer von einem verrückten Gott erschaffenen Echse.
Als der Schatten Kaine erblickte, stieß er in Brillen aus und schlug mit einem Schwanz auf den Boden, worauf sich eine kleine Wirbelwinde ihren Weg durch den Hof bahnten. Für einen Moment lang verschwand die Kreatur in einer schimmernden Schwärze. Es könnte ihr Verstand nicht erfassen, dass ein solches Wesen tatsächlich existiert. Aber dann ging der Geruch einer Mischung aus verdorbenem Fleisch und Exkrementen in die Nase und der Schrecken wurde wieder real. Die Kreatur rüttelte erneut und dieses Mal antwortete Kaine mit einem eigenen Aufschrei. Also gut, du Bastard, dachte sie, während ihr Schrei von den hohen Klippen von Adlerforst reflektiert wurde. Du oder ich, auf geht's. Der Schatten musterte Kaine mit irritiertem Interesse. Dann begann er abwechselnd von ihr zum Haus und wieder zurückzuschauen, als wollte er sie dazu drängen, sich der Zerstörung anzuschauen, die er so schadenfroh vollbracht hatte. Mit zunehmender Furcht im Herzen blickte Kaine zum Haus hinüber. Durch den Rauch und die Flammen konnte sie eine kleine Gestalt erkennen, die versuchte, der Ruine zu entfliehen. Großmutter. Als ihre Stimme erklang, fing die alte Frau an, wild zu winken. Sie lebt, dachte Kaine. Sie lebt. Keines Bein mehr waren wie neu geboren, als sie über den Hof zum flammenden Wrack des Hauses sprintete. Bevor er sich mehr einen Schritt nähern konnte, öffnete der Schatten sein Maul und stieß einen markerschütternden Schrei aus, der stark genug war, um Bäume aufzureißen und durch die Luft zu wirbeln. Die Druckwelle schleuderte Kaine hoch und schmetterte sie auf den felsigen Boden. Sie sah Sterne vor ihren Augen, während sie versuchte, sich zu erinnern, wie ihre Beine funktionieren. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, sofort! Während Kaine sich wieder auf die Beine kämpfte, stampfte der Schatten zum Haus und drückte ihre Großmutter mit der Spitze seiner Klaue zu Boden. Die alte Frau mühte sich, die Klauen von ihrem Bauch zu schieben, aber sie hätte genauso gut versuchen können, einen Berg zu versetzen. Sie hustete kurz, wobei sie ein wenig Blut ausspuckte und fiel dann auf den Boden zusammen. Kaine rappelte sich auf, aber fiel direkt wieder keuchend zu Boden. Ihre Knöchel brannten, einer davon war ganz sicher gebrochen. Der Schmerz ignorierend, die ihr Körper zerreißt, begann sie, sich selbst über den Boden zu ziehen, wobei sie eine Spur aus Staub und Blut hinterließen. Großmutter, halte durch, nur noch ein bisschen. Das Gesicht ihrer Großmutter färbte sich blau und ihre Augen verdrehten sich, sodass nur noch das Weiß zu sehen war. Kaine kroch mit einer Langsamkeit über den Boden, die sie verrückt machte. Die Entfernung schien mit jeder Sekunde zuzunehmen. Der Schatten blickte von Frau zu Frau und schnalzte mit der Zunge, während sich ein riesiges Maul zu einem Lächeln verzerrte. Kurze hechelnde Atemzüge erklangen irgendwo aus einem tieferen Inneren. Bastard, über uns zu lachen. Sie hatte keine Ahnung, wie solch eine Kreatur ohne Intelligenz Emotionen haben konnte. Aber es gab keinen Zweifel, dass dieser Schatten Gefallen an ihrem Leid fand. Ja, ich erkenne deinen Plan. Der Schatten bewegte seine Klauen ein wenig, sodass die Großmutter wieder atmen konnte. Er hielt sie ganz eindeutig am Leben, nur damit er es wieder nehmen könnte, wenn keine nah genug war, um sie zu berühren. Ich werde diesen Bastard töten. Kaine nahm alle Kraft zusammen und stellte sich auf ihre Füße. Ihr rechter Knöchel gab ein grauenvolles Knacken von sich, während sich ihr Fuß nach hinten verdrehte. Aber sie zwang sich, es zu ignorieren und humpelte in Richtung des Monsters. Sie zog ein kurzes Messer aus der Tasche und an ihr Rüfte und sprang auf den Fuß, den ihre Großmutter gefangen hielt, und stieß die Waffe tief hinein. Gib sie zurück, schrie sie. Gib sie mir zurück! Es war, als würde man auf einen Stein einstechen. Noch ein Gehiebe zerbrach das Messer mit einem tiefen, dumpfen Geräusch im Griff. Der Schatten lachte noch einmal, hob seinen Schwanz und ließ ihn auf das junge Mädchen niederkrachen, das sich an seinem Fuß klammerte. Kaine hatte keine Chance. Der Schwanz traf sie genau auf die Brust und warf sie in die brennenden Überreste ihres Hauses. Wenn sie mit zahlreichen blutenden Wunden auf dem Boden lag, hörte sie eine leise, schwache Stimme zu ihr sprechen. Kaine? Kaines Sicht verschwamm, aber sie zwang sich auf das Geräusch zu konzentrieren. Schließlich konnte sie die Hände ihrer Großmutter ausmachen, die sich zu ihr durch den Rauch entgegenstreckten. Großmutter, Kaine, du musst wegrennen, diesen kannst du nicht besiegen. Kaine ergriff die Hände und hielt sie mit aller Kraft fest. Großmutter, komm schon, wir müssen gehen. Die alte Frau hustete laut, eine ihrer Hände glitschig vor Blut entglitt Kaines Griff und schlug auf den Boden. Großmutter, nein, nein! Ich sagte, renn weg, verdammt, du musst leben, du musst jetzt durch... Der Gedanken blieb für immer unvollendet. Bevor sie noch etwas sagen konnte, kam der Fuß des Schattens mit seinen Krallen herunter, zermalmte die Überreste des Dachs und landete auf dem Körper der alten Frau. Blut quoll zwischen den Zehen der Kreatur hindurch, während Kaine erneut der widerlichen verfaulte Geruch in die Nase stieg. Sie starrte sprachlos auf den Fuß, überzeugt davon, dass das, was sie sah, nicht real sein könnte. Als die Kreatur endlich ihre Gliedmaßen wiederhob, war darunter nichts außer als ein Haufen roter Masse übrig. Ihre Großmutter war tot. Kaine blinzelte und versuchte die Hände zu spüren, die sie noch vor kurzem in ihr hielt. Für einen flüchtigen Moment konnte sie sich in die Wärme des Umarmung und das Zittern der Finger erinnern, aber dann war das Gefühl wie vom Winde verweht und verschwunden. Erinnerungen wurden in Kaine wach, einem nach der anderen schneller und schneller, bis sie zu einem bedeutungslosen Lärm verkamen. Kaine schrie auf, ein donnernder Klang, der von der Klippe reflektiert wurde und für immer weitergetragen zu werden schien. Der Schatten beugte sich nach vorne, ein eitriges Gerät lief ihm aus dem Mund und löste sich auf dem Boden in Rauch auf. Die Erde bebte bei jedem Schritt, den er auf den Boden zumachte. Auf seine Beute zumachte. Keines Körper erhob sich langsam, als würde er von einer innenden Puppenspieler kontrolliert. Ihre Arme und Beine waren in unmögliche Winkel verbogen. Ihr Kopf hing gefährlich zur Seite, dennoch schaffte sie es irgendwie zu stehen. Sie starrte den Schatten an. Ihre Augen begannen mit einem tiefen Feuer zu brennen. Die Kreatur, die noch kurz zuvor selbstbewusst war, machte einen langsamen, zöglichen Schritt zurück und versuchte zu erkennen, ob dieser gebrochene Mensch möglicherweise eine Gefahr darstellen könnte.
Kanya griff den Moment mit einem wahnsinnigen Lachen, sprang sie durch die Luft und stach mit einem gebrochenen Griff ihres Messers tief ins Bein des Schattens. Der Schatten schüttelte Kanya wie eine Fliege ab und schleuderte sie einmal mehr zu Boden. Ihre Brust hob und senkte sich langsam, als würde sie eine schwere Last auf ihr liegen. Klammern, Schmerzensschreie halten ihr im Kopf. Etwas Warmes und Dickflüssiges tropfte ihr aus den Ohren. Ist das Blut? Ich denke, ja. Denke, ich verblute. Nein, kann nicht. Kann ich sterben. Großmutter, weil dass ich lebe. Tief im Inneren von Kanyas Verstand zerbrach schließlich etwas. Die Geräusche der Schmerzen, der Rauch und die Flammen, all dies verschwand, bis nur noch eine einzige Beschwörungsformel vorhanden war, die sich ein und andere Mal wiederholte. Töte ihn. 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 Töte ihn sofort. Wenn der Funke der Kain war, keine war langsam zu flackern und zu sterben begann, spürte sie, wie ihr Wunsch zu töten und ihr Wunsch zu leben eins wurden. Die Zeit zwischen ihren Herzschlägen wurde länger und länger und länger. The beast approaches. Oh, I know. Ey, warte mal, ich spiele den Jungen. Oder einen jungen Erwachsenen. What anger this creature must have. How did it even survive these past 5 years? I'm not gonna let this happen again. It dies today. I saw it. It's lighter. It's not the blade, but the skill of the user. Strike it down. Oh Gott sei Dank darf ich spielen, Alter. Nein, warte, was? Nein! Oh, fuck. Shit. Oh, okay. Das waren jetzt 10 Sekunden Verschnaufpause. Ich hätte mir den Kopf länger ziehen sollen. Sanft. Schwach. Weich. Der Schatten war sicher, dass sein Peiniger nicht mehr lebte. Er drehte sich um und stampfte in Richtung Horizont. Unterwegs hielt er an, um ein letztes Brüllen hören zu lassen. Konnte ihn nicht töten. Aufs Äußerste beschämt wollte Kanya ihren Kopf zur Seite drehen, hustete dabei aber lediglich Blut aus. Es war beschwerlich, etwas zu sehen, und erst nachdem sie sich eine Weile konzentrierte, bemerkte sie, dass ihr linkes Auge fort war. In sich hineinlachend richtete sie ihr verbliebenes Auge auf die Ruinen ihres Hauses und bemerkte einen abgerissenen Armstumpf, der ein paar Meter, Meter entfernt lag. »Ja, das ist meiner«, dachte sie mit einem Örnkichern. »Das würde das Klatschen zu einer kniffligen Angelegenheit machen.« »Ha«, schrie eine plötzliche Stimme aus den Tiefen ihres Verstandes. »Endlich stirbst du, wie? Tja, das hast du ja so gewollt.« »Fahr zur Hölle, Demo«, dachte sie gegenüber dem unsichtbaren Angreifer. »Fahr zur Hölle, bevor ich dir die Augen ausreiße und sie an einem Hund verfüttere.« Die Stimme des Kindheitstraumas löste sich in Rauch auf, nur um von einer anderen, erst kürzlich vernommenen Stimme ersetzt zu werden. »Halte still«, sagte der Apotheker, der wie ein Geist aus den Ruinen erschien. »Ich möchte dich malen, so wirst du ewig weiterleben.« »Nein, halt! Ich will nicht ewig leben. Ich möchte gleich hier sterben.« »Verstehe«, sagte er leise. »Nun, wie du willst.« Der geisterhafte Ladenbesitzer schwankte für einen Moment zwischen den Welten, zog dann ein Blatt Papier vor und skizzierte schnell. Sekunden später hielt er keine die Seiten hin und lächelte. »Da du mein Angebot abgelehnt hast, habe ich mich entschieden, jemand anderen zu zeichnen.« Es war ein Bild von ihrer Großmutter. Lebensecht.
Keine öffnete ihren Mund, um dem Mann zu danken, aber hielt inne, als das Bild in der Mitte anfing, schwarz zu werden. Bevor sie etwas sagen konnte, schwärmten tausende von vielbeinigen Insekten über das Bild und zerfetzten es mit scharfen Zangen. Halt! Nicht! Tu dem Bild nicht weh! Keine streckte den verbliebenen Arm aus und wedelte vergeblich mit ihm in der Luft. Zu ihrem Erstaunen fielen die Insekten aus dem Bild zu Boden und lösten sich dort in schwarzen Rauch auf. Erleichtert richtete Kani ihr gutes Auge wieder auf das Bild und öffnete ihren Mund für einen stummen Schrei. Die Zeichnung zeigte Großmutter nun, wie sie wirklich war. Ein zerquetschter, nicht wiederzuerkennender Haufen. Nichts. Der Apotheker lächelte und machte ein Freudentänzchen. Siehst du das? Rief der Apotheker, während er tanzte. Nun ist es perfekt. Sie sieht genauso aus wie du. Hahaha. So sehe ich aus. Oh Gott, ich werde sterben. Ich werde sterben. Verzweifelt legte Kani ihren Kopf zurück um den Matsch, in den Matsch und Rauch ihres zerstörten Hauses und wartete auf das Ende. Aber kurz bevor sie sich vollendend so aufgab, begann eine ihr unbekannte Stimme in ihrem Ohr zu flüstern. Hast du keinen Wunsch, Sonnenschein? Die Stimme war vulgär und grimmig zugleich, als ob der Wahnsinn einen Weg gefunden hätte, Gestalt anzunehmen. Kani wollte schreien, als die Stimme ihr unter die Haut ging, aber ihre Lungen versagten ihre Arbeit. Du weißt schon, ein Wunsch, mir ein Gebet oder so. Warum kniest du nicht nieder und fängst an zu beten? Bitte, unsichtbarer Mann im Himmel, rette mich, rette mich! Har, 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 har. Keine verlegte sich schließlich darauf, die Stimme in ihrem Verstand anzuschreien. Ich habe keine Wünsche, sie werden nicht wahr für mich. Sie werden nicht wahr für mich, ich bin ein Fluch, ein Freak. Ich sollte sterben. Die andere Stimme dröhnte in ihren Ohren. Oh mein Gott, du bist die Beste! Keine blickte nach unten und sah eine schwarz glänzende Substanz aus ihrem Bein austreten. Sie versuchte, sie wegzuwischen, aber ihr verbliebenen Arm gehorchte ihr nicht länger. Die Substanz kroch langsam um ihre Füße und machte sich dann auf den Weg nach oben zu ihrem restlichen Körper. Ist das der Tod? Ist er so? Oder verliere mich ich gerade den Verstand? Sie spürte, wie der Schleim nach oben kroch. Sie spürte den sengenden Schmerz, den er mit sich brachte. Was auch immer sonst noch passieren würde, sie war am Leben und das hier war real. Komm schon, sagte die Stimme. Lass es geschehen. Kein versuchte, die Stimme zu ignorieren und sich auf den Schmerz zu konzentrieren. Aber der Neuankömmling ließ nicht locker. Ignoriere mich nicht, Sonnenschein. Du bist bereit aufzugeben, bereit zu sterben. Also warum überlässt du ihn mir nicht? Was überlassen? Deinen Körper. Komm schon, gib ihn mir. Gib ihn mir. Ich will auf dem Boden stehen, den Regen spüren, den Wind schmecken. Die Stimme hielt einen Moment inne, wie um sich über die Lippen zu lecken. Als sie fortfuhr, war sie von unvermindert verrückter Freude erfüllt. Und ich möchte deine Hände nehmen und mir das verdammte Leben aus den Leuten herausquetschen. Ich möchte ihre Kehlen rausreißen und in ihrem Blut baden. Genau wie zuvor. In Erwiderung darauf legte Kani den Kopf zur Seite und übergab sich. Die Wärme kroch an ihr herunter und vermischte sich mit dem Schmerz des eindringenden schwarzen Schlammes. Bist du ein Schatten? Haha, ja vielleicht, was macht das schon? Der Schleim erreichte ihr Gesicht, kroch ihr in die Nase und floss langsam in die Augenhöhle ihres fehlenden Auges. Als sie ihr Gehirn berührte, durchfuhr Kani ein mächtiges Gefühl, das sie so noch nie im Leben empfunden hatte. Es war ekstatisch. Sie wollte schreien vor Freude, brachte aber lediglich ein leises Stöhnen hervor. Fühlt sich gut an, nicht wahr? Fragte die Stimme mit einem Glucksen. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß, wie man Frauen beglückt. Nun gib mir diesen Körper. Komm schon, gib mir den Körper und ich verschaffe dir mehr von diesem Gefühl. Das ist ein fairer Tausch. Ein schwarzer Klumpen wölbte sich aus keiner Seite heraus. Während sie ihn beobachtete, wurde er länger und dicker und nahm schließlich die Form ihrer fehlenden Armes an. Ich kann besser sehen, dachte sie. Mein Auge wächst wohl ebenfalls nach. Der Schleim kroch weiter hoch, um den Rest ihres Gesichtes einzuschließen. Aber sie konnte ihn wegwischen. Stopp, flüsterte sie und erstaunte, ihre Stimme wieder gewonnen zu haben. Stopp. Der schwarze Schlamm zögerte, als ob er ihre Aufforderung bedenken würde und kroch dann schnell ihren Körper hinab, bevor er in einer Rauchwolke verschwand. Ach, was zur Hölle, Sonnenschein, schrie die Stimme. Wir hatten eine Abmachung, ich dachte, du wolltest sterben. Großmutter hat gesagt, ich darf noch nicht sterben. Kurzzeitig erschien ihr ein Bild ihrer Großmutter vor den Augen, blutüberströmt und gebrochen. Sie sah einen Schatten, der sie gerüttelt hatte und hörte ein spottendes Gelächter. Dann beschloss sie die Augen und verbannte das Bild aus ihrem Gesicht. Ihr ganzer Körper bebte vor Wut. Als sie ihre Augen wieder öffnete, glühte sie hellrot. Dieses Ding hat meine Großmutter umgebracht. Ich muss es töten, bevor ich sterbe. Kani blickte nach unten und sah ein mysteriöses Muster. Das Muster der Schatten, das sich in ihrem linken Arm einbrannte. Tja, ich soll verdammt sein, sagte die Stimme fröhlich. Sieh dir das an, Sonnenschein. Ich glaube, du und ich werden gute Freunde sein. Kani starrte aufmerksam auf ihren Arm. Je emotionaler sie sich fühlte, desto mehr erschienen die Zeichen ihrer Haut zu durchdringen und den Rest ihres Körpers zu infizieren. Der Arm hatte nun ganz eindeutig ihren eigenen Willen. Stopp, das muss aufhören. Ihr linker Arm mit dem rechten festhaltend holte keine tief Luft und versuchte sich zu beruhigen. Komm schon, kämpf nicht dagegen an, bat die Stimme. Hass ist mein Leibgericht und ich habe Hunger. Werde ich nicht, fühle die Wut, brenne mit dem Feuer der Rache, dürste nach Blut und dann geh raus und... halt's Maul, verschwinde verdammt nochmal aus meinem Körper. Dein Körper? Oh, das ist interessant, Sonnenschein. Wirklich interessant. Schau, warum stirbst du nicht einfach, damit ich diesen Körper für mich allein haben kann? Was meinst du?
Ich wette, deine Freundin Adelhorst würden sich freuen, wenn du tot bist. Keiner griff eine Glasscherbe in der Nähe und versuchte, die vom Schatten infizierten Teile der Seite abzusägen. Ehe sie dies tun konnte, schnappte sich ihr dunkler linker Arm ihr rechtes Handgelenk und quetschte es. Keine schrie auf und ließ die Scherbe fallen, während die Luft vom Klang von Knochen, die aufeinander trafen, erfüllt war. Hahaha, dummes kleines Mädchen, du bist nun besessen, Sonnenschein, und es gibt kein Zurück. Die Stimme lachte erneut, ein lautes, langes Heulen, und kein Ende zu nehmen schien. Besessen? Flüsterte Keine. Ja, besessen, du und ich. Wir haben jetzt eine Art Übereinkunft über eine Teilzeitnutzung deines Körpers. Erinnerst du dich, wie die Leute dachten, du wärst ein Freak? Sehr weit ab, bis sie dich jetzt sehen. Keine blickte auf, Tränen in ihren Augen. Der Himmel schien irgendwie kleiner, dunkler. Ist es wegen diesem Schatten? Sehen sie die Welt so? Also hör zu, säuselte die Stimme. Ich weiß, dass die ganze Sache mit der Besessenheit und so recht plötzlich kommt, aber sie ist nicht nur schlecht, sie bietet dir auch einiges. Ich bin eine äußerst mächtige Kreatur, Sonnenschein, und diese Macht gehört nun dir. Du hast Feinde? Menschen, die du töten möchtest? Ich kann es geschehen lassen. Dieses fette kleine Kind, das dich ständig ärgert? Dieser große alte Schatten, der deinen Großmutter zerquetscht hat? Wir werden den gehörig den Arsch aufreißen. Niemand wird dich mehr missbrauchen, Sonnenschein. Keine Schmerzen mehr. Warte mal, sagte Keine. Du bist ein Schatten? Warum solltest du mir helfen, einen anderen Schatten zu töten? Wieso? Denkst du etwa, ich wäre eine Art Rassist? Oder ein Mörder mit Stil? Es interessiert mich ein Dreck, weil du tötest, Hündekhöschen. Ich will einfach nur vom Brunnen kosten. Keine dachte darüber nach, während sie sich wieder auf die Beine kämpfte und die Macht des Schattens durch sie jagte. Der Rauch aus ihrem Haus wurde vom Wind weggeweht und sie genoss die kühle Abendbrise, die über ihren neuen linken Arm strich. Nach einer langen Pause sprach die Stimme wieder. Also, wie sieht's aus? Du und ich? Wir können eine tolle Zeit zusammen haben. Sieh mal, ich werde sogar den blutigen Teil übernehmen, wenn du nicht... Verpiss dich, Arschloch, stammelte Keine. Ich übernehme das Töten. Haha, kreiste die Stimme. Sieh mal an. Ach, Sonnenschein, wir werden so viel Spaß haben. Also hör zu, mein Name ist Terran. Wenn du mich jemals brauchst, ich hänge in diesem Stück Fleisch rum, das du Herz nennst. Nun mach dich ans Werk, je mehr du tötest, desto verfault und verdorbener wird dein Herz. Und ich mag verfault und verdorben. Keine nickte der Stimme zu. Ja, sagte sie. Ja, ich denke, das kann funktionieren. Ich werde diesen Schatten finden und ich werde ihn mit seinem eigenen Eingeweiden erwürgen. Und wenn ich damit fertig bin, werde ich das gleiche mit dir machen, Terran. Verlass dich drauf. Ha, lachte Terran. Ich habe schon größere Haufen als du gemacht, also viel Glück damit. Ach, und eine Sache noch. Im Moment teilen wir uns diesen Körper, aber solltest du jemals keinen Hass mehr verspüren, wenn du jemals, du weißt schon, weich wirst, dann werde ich ihn ganz übernehmen. Also immer schön töten, Sonnenschein, und pass auf dich auf. Die Stimme wurde schwächer und verschwand allmählich. Irgendwo tief im Inneren von Keine. Keine wartete, bis die Stimme fort war und schwenkte dann ihren neuen linken Arm ein paar Mal. Er fühlte sich völlig normal an, dachte sie. Er fühlte sich wie meiner an. Verzweifelt stocherte sie und stupste sie an ihrem neuen Gliedmaßen herum, fest entschlossen herauszufinden, was damit nicht stimmte. Sie wollte nicht, dass es sich normal anfühlte. Das würde bedeuten, die Kreatur in ihrem Inneren hätte bereits gewonnen. Ich bin kein Schatten. Ich bin keine. Während sie diesen Mantra im Geiste wiederholte, begann sie sich langsam durch den Schutt ihres Hauses zu wühlen, wobei sie sorgfältig darauf achtete, einen gewissen roten Fleck in der Ecke nicht zu ignorieren. Nach einer gefühlten Ewigkeit herzzerreißender Arbeit fand sie schließlich, wonach sie gesucht hatte. Es war der Kranz aus Mondtränen. Obwohl er durch die Hölle und zurückgegangen war, leuchteten die Blätter des Schmuckstücks so hell wie immer. Keine fing an, sich ins Haar zu stecken, nahm den Kranz, dann aber langsam wieder ab und starrte ihn an. Es tut mir leid, Großmutter. Es tut mir leid. Aber ich verdiene es nicht mehr, sie zu tragen. Ich bin besessen, verdorben, ein Freak. Und dieses Mal gibt es kein Zurück, glaube ich. Keine hielt sich die Blumen ans Herz, fiel zu Boden und schluchzte. Während die Nacht allmählich zur Dämmerung überging und die Menschen in Adlerhorst ihren Alltag nachgingen, verharrten sie an dieser Position, als könnten ihre Tränen irgendwie den Schreck, der ihre Welt nun befiel, fortwaschen. You were the one calling me, weren't you? You still recognize me? Of course. I knew you right away. Thank you, Kaine. Welcome back, Kaine. Wow, you grew up.
So, how long has it been? 5 years. Shit. That's a long time. Any luck with Yona? We are still no closer to finding her. We need a way to locate the Shadow Lord. By the way, this is for you. Is that a lunar tear? It's not as good as your grandmother's, but I tried. No, it's great. Thank you. Kaede waking from her long, petrified sleep. Neil's unflagging kindness. Our reunion was a happy one, and we let it wash over us like rain. That is, until Devola and Popola had to go and ruin it all. Are you kidding me? You can't be serious! Please, try to understand. People are tired and scared, and I'm sorry. I'm sorry you have to bear the brunt of that. This is crap, and you know it! It's okay. We can sleep outside. No one's sleeping outside. You and Kaede saved this village, and now they want to run you out? People are afraid of us. And really, I understand. I mean, look at me. As long as you're still with us, I can deal with it. Right, Kaede? I'm used to sleeping outside. But... we'll see you later. Sorry about this. What is the matter? Kaede always sleeps outside. I never thought about that until just now. Never even occurred to me. Damn it. We should turn in. I didn't get much sleep that night. For the first time in my life, I hated Devola. For the first time in my life, I doubted Popola. But those feelings are pointless in the end. Wart mal auf die Enttäuschung, wenn sie versuchen, dich umzubringen. They said and did what they did for the sake of the village. To protect it from the horror of the Shades. Really, how can I blame Devola and Popola? In the end, I'm just as bad. Because I never once stopped to think about Kaede and Emile's situation myself.